Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Kind hat jede Lebensfreude verloren. Jeden Abend kullern beim Zubettgehen die Tränen. Ich kann das auch nicht mehr auffangen. Wir sind in der Familie alle am Ende. Mein 8-jähriger Sohn sagt mir, das Leben macht gar keinen Sinn mehr. Seit Opa unserer Tochter gesagt hat, dass er sie nicht mehr besuchen will, weil er auch das nächste Jahr noch leben möchte, ist unsere Tochter nichts mehr. Unser Sohn hat von jetzt auf gleich im Lockdown aufgehört zu sprechen und hat seitdem auch kein Wort mehr gesprochen. Ich könnte meine gesamte Rede jetzt mit Auszügen aus Briefen füllen, die mich seit dem Frühjahr erreicht haben und die zeigen, wie groß die Verzweiflung ausgerechnet im Lockdown ist. Verzweifelte Eltern, verzweifelte Unternehmer, verzweifelte Ärzte, verzweifelte Patienten. Insbesondere im Gedächtnis ist mir auch noch das Schicksal geblieben eines Patienten, der seit dem Frühjahr versuchte, seinen Herzschrittmacher getauscht zu bekommen und immer wieder rein in die Klinik, neue Tests, raus aus der Klinik. Der Herzschrittmacher ist, glaube ich, erst im letzten Monat, so hat er mir geschrieben, dann endlich getauscht worden. Und das sind all die einzelnen Schicksale, die hinter den Studien stehen, die langsam alle zusammen eintröpfeln und die sagen, das Risiko für psychische Krankheiten ist im Lockdown bedenklich angestiegen. Und zwar vor allen Dingen bei den Jüngeren. Unter anderem die Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, aber auch etliche andere zeigen eine erhebliche Zunahme von seelischer Not, depressiven Symptomen, eine Zunahme von Alkoholkonsum und Drogenmissbrauch. Und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass es immer mehr besorgte Stimmen darüber gibt aus der Fachwelt, die vor einer Zunahme von Suiziden warnen, aber genauso auch Berichte über schwere häusliche Gewalt und auch dort einer existenziellen Zunahme. Das Leid der einzelnen Betroffenen kann man dabei überhaupt nicht absehen und kann man sich auch, glaube ich, hier im warmen Haus überhaupt nicht ausmalen. Und ebenso gibt es bereits eine Reihe von Studien zu den negativen Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit. So sind zwar während des Lockdowns deutlich weniger Personen wegen beispielsweise Herzinfarkten behandelt worden, die Sterberate durch kardiovaskuläre Erkrankungen ist aber beispielsweise in einer Studiengruppe aus Hessen eher noch gestiegen. Das weist eher darauf hin, dass die Menschen auch mit schweren Erkrankungen weniger in die Krankenhäuser gegangen sind und sich überhaupt dahin getraut haben und dadurch erheblichen körperlichen Schaden genommen haben, bis hin zum Tode. Dabei sind Herzinfarkte ja nun wirklich ein kleiner Teilbereich. Ähnliche Hochrechnungen gibt es genauso zu abgesagten Vorsorgeuntersuchungen, Routineeingriffen, Schlaganfällen etc. etc. Wie viele Lebensjahre durch unentdeckte Krebserkrankungen und deren zu späte Therapie verloren gehen, das kann noch gar nicht geschätzt werden. Aber auch hier sind es zig Einzelschicksale, Mütter und Väter, die aus dem Leben gerissen werden, obwohl es hätte verhindert werden können. Auch nicht uninteressant in diesem Zusammenhang ist eine Untersuchung ausgerechnet des Robert-Koch-Instituts hinsichtlich des Körpergewichts der Deutschen. Nicht nur, weil Übergewicht eine der entscheidenden Risikofaktoren für einen schweren Corona-Verlauf darstellt, sondern weil die Folgen selbst durch das metabolische Syndrom, also durch Übergewicht und all die Folgen, in Deutschland in jedem Jahr, an jedem Tag, 500 Menschen das Leben kosten. Und zwar an jedem Tag, in jedem Jahr. Dabei zeigt sich, dass die Deutschen innerhalb des ersten Lockdowns deutlich schwerer geworden sind. Der mittlere BMI stieg von 25,9, also auch schon zu schwer, auf dann 26,4. Dabei können genau diese 0,5 Punkte einen erheblichen Einfluss auf Blutzucker und Blutdruck haben. Auch hier sind die Folgen absolut unabsehbar, in jedem Fall aber potenziell tödlich. In einem Wechselspiel dazu müssen genauso die Auswirkungen auf die Wirtschaft gesehen werden, beziehungsweise die Echo-Effekte, die sich daraus bilden. Denn genau das ist wirklich ein gut untersuchter Zusammenhang mit hoher Evidenz, dass sich eben Armut schlecht auf körperliche Gesundheit auswirkt. Und das ist sehr gut zu verstehen, denn Geldsorgen, Verarmung, drohende Pleiten, all das spielt doch jetzt gerade eine Rolle. Bereits während des Lockdown-Lights, wie er so euphemistisch daherkommt, gingen die Kundenströme in den 40 beliebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands im Schnitt um 44% zurück. Der Jungfernstieg in Hamburg minus 47%, Georgstraße in Hannover minus 45%, Schildergasse in Köln minus 42%. Dabei gingen Fachleute damals schon davon aus, dass rund 40% der Geschäfte das Frühjahr nicht mehr erleben werden. Und das war alles vor dem Haken-Lockdown jetzt. So wird der eh schon strauchende Handel endgültig auf Amazon reduziert, ein Sterben unserer Innenstädte, der Gastronomie und weiten Teilen des produzierenden Gewerbes und der Industrie ist absehbar, wird versucht, mit Hilfszahlungen gerade noch irgendwie abzuwenden oder herauszuzögern, aber jedem müsste klar sein, dass man das nicht lange aushalten kann. Volkswirtschaften können nicht dauerhaft auf Pump und gänzlich ohne Wirtschaft funktionieren. Unter anderem der Direktor des Institutes für Deutsche Wirtschaft, Michael Hüter, oder genauso auch der Präsident des Institutes für Weltwirtschaft, Gabriel Feldmeier, hat Ihnen das ins Stammbuch geschrieben.
Alleine 2020 und 2021 steigt die Schuldenlast des Bundes auf einen Schlag um knapp 30%. Die Geldmenge in der Europäischen Union steigt rasant. Schwere Inflation, Haftungsunion, Schuldenschnitte, alles das steht am Horizont. Und alles das hat genauso absehbare Folgen für die heimische Wirtschaft und den deutschen Steuerzahler. Und wer soll das irgendwann einmal bezahlen? Nicht nur, dass man aktuell unsere Kinder quasi um ihre elementaren Rechte beraubt und mit Schuldenfantast Milliarden für alle Ewigkeiten belastet, den Kindern fehlt jetzt schon quasi komplett ein ganzes Schuljahr. Und es wird immer schwerer werden, sie wieder zum Lesen, Schreiben und Rechnen zurückzubringen, geschweige denn zu den Top-Leistungen, mit denen sie international in diesem Markt überhaupt konkurrenzfähig sind. Diejenigen, von denen wir erwarten, dass sie unsere Produktivität in den kommenden Jahren enorm steigern, damit wir den Schulden quasi entwachsen, wie es Scholz so schön gesagt hat, oder wie er es eher zynisch formuliert hat, wird von vornherein doppelt schweres Gepäck auf den Bildungsweg mitgegeben. Derweil ist die Integration von Migranten und deren Kindern quasi völlig zusammengebrochen. Im Lockdown zu Hause gibt es kaum Möglichkeiten, weder zu Bildung, noch zum Spracherwerb, noch zum kulturellen Kontakt. Die zweite wichtige Säule unserer zukünftigen Erfolgs ist einfach so weggebrochen, alles Kollateralschäden ihrer Politik. International führende Wissenschaftler mahnen nicht umsonst, und ich habe es hier immer wieder gesagt, unter ihren Einschränkungen leiden überproportional die Jüngsten, die Schwächsten und die Ärmsten unserer Gesellschaft und nicht zuletzt unsere Demokratie als Ganzes. Sie müssen sich nur einmal die lange Liste der Grundrechte ansehen, die Sie teilweise, zeitweise oder gänzlich abgeräumt haben. Von der Unverletzlichkeit der Würde, und als was sonst könnte man es beschreiben, wenn man einsam, ohne Besuch, im Altersheim sterben muss. Oder über die Freiheit der Person, über die Unverletzlichkeit der Wohnung, die Freizügigkeit, die Freiheit der Berufsausübung, das Recht auf Bildung bis hin zur körperlichen Unversehrtheit bei einigen Eingriffen, die Sie vornehmen. Die Grundrechte, die insbesondere in Krisen, insbesondere wenn Gesellschaft unter Druck steht, faires Miteinander garantieren sollen, stehen allesamt unter Feuer. Und wer all das veranlasst, wer all das verursacht, der braucht nun wirklich starke Argumente. Der braucht nun wirklich eine hohe Evidenz für seine Maßnahmen, denn ansonsten wäre das nicht gerechtfertigt. Der muss stichhaltig und eindeutig beweisen können, dass sein Weg notwendig, geeignet und angemessen ist. Also wie sieht es aus mit Ihrem starken Case? Wie sicher sind Sie sich darin, dass Sie diese weitreichenden Entscheidungen für jeden Einzelnen, für unsere Gesellschaft, für kommende Generationen tatsächlich verlässlich treffen können? Nun, Ihnen ist völlig klar, dass die Datenlage für einen Lockdown miserabel ist. Mit Ihrem Lockdown-Light haben Sie ja schon bewiesen, dass dieser Lockdown nicht das geeignete Mittel ist, um gegen die Ausbreitung vorzugehen oder die Zahlen in besonderer Weise zu drücken, obgleich Sie dies stets immer betont haben. Eine Entschuldigung habe ich allerdings von Ihnen nicht vernommen, vielmehr heute Morgen auch wieder von Herrn Löttgen. Eher der Versuch, es dann der nachlässigen Bevölkerung in die Schuhe zu schieben. Aber seien wir doch mal ehrlich, wer nicht auf Eigenverantwortung, sondern auf Repression und Zwang setzt, der hat selber den Hut auf und der muss selber für seine Maßnahmen gerade stehen und nicht die Bevölkerung draußen auch noch angreifen. Ist aber nun der harte Lockdown das angemessene Mittel? Auch dafür gibt es keinerlei harte Evidenz. Es gibt einige Koinzidenzen, es gibt kleinere Studien, aber es gibt keine vernünftige harte Evidenz dafür. Bei allen unübersehbaren Folgen verweisen international führende Köpfe immer wieder genau darauf. Ich habe Ihnen hier schon mehrfach von der Great Barrington Declaration erzählt. Das haben Sie bisher beflissentlich ignoriert. Aber wie wäre es zum Beispiel, weil Sie sagen, Sie wollen ja auf die Wissenschaft hören, mit dem Virologen und Epidemiologen Klaus Stöhr, ehemaliger Leiter des globalen Influenza-Programms der WHO. Jetzt auch nicht uninteressant vielleicht. Auch er kritisiert den Lockdown und stellt in Frage, ob es überhaupt eine Strategie ist, wenn man nicht einmal mehr bereit ist, überhaupt eine grobe Richtgröße beispielsweise für Lockerungen von vornherein festzuschreiben. Oder was ist zum Beispiel mit Dr. David Nabarro, Arzt und einer von 6 Sonderberichterstattern, auch wiederum der WHO, die anlässlich der SARS-CoV-2-Pandemie ernannt wurden? Nabarro sagt in einem Interview, wir müssen lernen, einen Weg zu finden, mit diesem Virus zu koexistieren, und zwar einen, der nicht im großen Maß mit Leid und Tod verbunden ist. Das heißt, wir brauchen einen Mittelweg, das Virus in Schach halten und gleichzeitig die Wirtschaft und das soziale Leben am Laufen halten. Wir denken, das ist machbar. Und weiter, wir bei der Weltgesundheitsorganisation befürworten Lockdowns nicht als Hauptmittel, um das Virus zu kontrollieren. In unseren Augen sind Lockdowns nur dafür gerechtfertigt, um Zeit zu gewinnen, und zwar Zeit, um umzuorganisieren, um sich neu aufzustellen, um die eigenen Ressourcen neu auszutarieren und um medizinisches Personal zu schützen, das erschöpft ist. Aber im Großen und Ganzen raten wir vom Lockdown ab. Das sagt die WHO. Ähnlich hatten es in der Vergangenheit genauso Professor Streeck, Professor Chanasit, die KBV und viele, viele andere geäußert. Zuletzt sogar, das war gestern Abend noch zu lesen, einer von Söders Beratern, Professor Christoph Lüttke, von Söders Beratern. Aber
Sie wissen es, es half behandlich nichts. Also worauf stützen Sie nun Ihre Entscheidung, von der sowohl Gesundheitsminister im Bund als auch Land im Herbst noch gesagt haben, man würde einen solchen Lockdown mit dem Wissen von heute nie wieder durchführen? Explizit hieß es bei Spahn sogar, man würde nicht wieder Friseure und Einzelhandel schließen. Es hieß, es wird nie wieder eine allgemeine Schließung der Schulen geben. All das wurde gesagt. Was ist das für ein Wert Ihrer Aussagen, wenn Sie das alles wieder abräumen? Wo hat sich das Wissen denn grundlegend geändert? Gibt es neue Erkenntnisse darüber, dass Friseure, Baumärkte, Schuhgeschäfte Orte von besonders hoher Gefahr einer Ansteckung sind, wo sich zuletzt nicht mehr die Hälfte der Menschen überhaupt in die Stadt getraut hat? Und man jetzt ja sogar umfangreiche Schutzkonzepte in der Gastronomie etc. aufzuweisen hat. Gibt es Studien, die belegen, dass es für mich besonders gefährlich ist, wenn ich ein Bier über die Hecke mit meinem Nachbarn an der frischen Luft trinke und eben nicht auf einer Bank bei mir im Esszimmer, ungeschützt, ohne 1,50 Meter Abstand? Ist es also dementsprechend gerechtfertigt, ein allgemeines Alkoholverbot im Freien auszusprechen? Ist das tatsächlich ein Mittel, was mit einer gewissen Logik, mit einer gewissen Evidenz begründbar ist? Gibt es einen Zusammenhang zwischen gestarteten Silvesterraketen und besonders schweren Corona-Verläufen, so wie bei Adipositas? Da ist die Datenlage klar. Stecke ich mich eher mit Corona an, wenn ich in der Gastronomie bei einem Kellner sitze, der einen Mundschutz hat, der regelmäßig alles desinfiziert, als bei mir zu Hause, wo ich keinen Mundschutz trage? Nein, es gibt dazu natürlich keine Zahlen. Es gibt dazu keine Untersuchungen. Es gibt auch nicht einmal mehr das Bedürfnis der Verantwortlichen, dies irgendwie logisch fassbar zu machen und zu erklären. Lediglich sollen insgesamt die Kontakte heruntergefahren werden. Dabei wird völlig ausgeblendet, dass natürlich nicht Kontakt gleich Kontakt ist. Ein R-Wert von rund 1 bedeutet, dass jeder Infizierte eine weitere Person ansteckt. Wenn wir nun eine symptomarme bis symptomfreie Person, und das sind ja nun mal 90% der Menschen, die Corona bei sich tragen und die potenziell infektiös sind, einfach nur mal vom inneren Auge 14 Tage begleiten wollen und sehen, wo könnte da dieser eine, und es ist ja nur dieser eine potenziell gefährliche Kontakt, wo sich das Virus dann weiter verbreitet, wo könnte das stattfinden? Wird das nun eher in der geschützten Gastronomie sein oder wird das unter Umständen zu Hause sein, wo man die 1,5 Meter gar nicht einhalten kann, wo man auch diese Schutzkonzepte in einer kleinen Wohnung gar nicht hat und wo die Kontrolle, und das wird von Anfang an gesagt, ja überhaupt gar nicht stattfinden kann. Es besteht also die Gefahr, dass die von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen mit all Ihren erwähnten Nebenwirkungen bei einer müden, angeschlagenen Gesellschaft, die von Ihnen gegängelt wurde und die von Ihnen nichts als widersprüchliche Signale empfängt, alleine schon durch die Grundbedürfnisse eines jeden menschlichen, sozialen Wesens erneut nicht ihr Ziel erreichen oder zumindest nicht im vorgegebenen Zeitrahmen, sodass aus Ihrer Logik heraus wieder eine Verlängerung der Maßnahmen Anfang Januar in Erwägung gezogen werden muss. Und so wundert es auch nicht, dass ausgerechnet Kanzleramtschef Helge Braun ein Statement herausgibt bei RTL, wo er sagt, eine umfassende Lockerung halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Januar und Februar sind immer, was Atemwegsinfektionen angeht, besonders schwierige Monate. Solange man sich in der Winterphase befinde und nicht genügend Impfstoff für alle verfügbar sei, werden wir noch schwierige Tage erleben. Das hört sich eher danach an, als würde der Lockdown noch lange ins Frühjahr hineinreichen. Also machen Sie sich lieber jetzt an dieser Stelle ehrlich. Streuen Sie den Menschen keinen Sand in die Augen. Selbst im Falle eines erfolgreichen Drückens der Zahlen bis Januar wird es allenfalls wieder zu einem Lockdown-Light bis April führen. Frei nach dem Motto, viel hilft viel und wenn ich mich schon verfahren habe, dann erhöhe ich zumindest noch die Geschwindigkeit. Ich kann an dieser Stelle allerdings nur auf ein Zitat von Einstein verweisen, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und in dieser Zeit lade ich Sie auch gerne dazu ein, einmal die Maske des roten Todes von Edgar Allan Poe vielleicht über die Weihnachtstage zu lesen. Die meisten Gedanken der Menschen sind ja nicht neu, sie hat es alle schon mal gegeben. Das ist ein schönes Lehrstück darüber, was in Pandemien alles schieflaufen kann. Aber nach all der Schelte, nach all dem, was ich Ihnen jetzt an den Kopf geworfen habe, worauf stützen Sie denn jetzt Ihre Maßnahmen, mit denen Sie uns seit 10 Monaten durch die Krise stolpern, wo es offensichtlich weder Evidenz noch Logik gibt? Nun, an dieser Stelle kommt dann die erwähnte Stellungnahme der Leopoldina ins Spiel, in der die immerhin über 350 Jahre alte Akademie der deutschen Wissenschaft zum Lockdown aufruft. Und das muss ja schließlich dann auch genügen, diese Autoritäten, die dahinter stehen. Aber Sie sagen ja, man muss in der Zeit auf die Wissenschaft hören. Das Leopoldina-Papier, und so schreibt es die Welt, auf das sie sich berufen, genügt selbst einfachsten Standards nicht. Der Schaden, den die Wissenschaftsfunktionäre anrichten, ist immens. Keine Fakten, keine Studien, keine Evidenz, so schreibt es selbst die Welt. Und Professor Dr. Michael Esfeld, selbst Mitglied der Leopoldina, schreibt in einem offenen Brief an seine Kollegen, sehr geehrter Kollege Haug, etc., etc., die Stellungnahme verletzt die Prinzipien wissenschaftlicher und ethischer Redlichkeit, auf denen eine Akademie wie die Leopoldina basiert. Es gibt in Bezug auf den Umgang mit der Ausbreitung des Coronavirus keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die bestimmte politische Handlungsempfehlungen wie dies eines Lockdowns rechtfertigen. Wir haben es mit der üblichen Situation einer wissenschaftlichen Kontroverse zu tun, in denen verschiedene Standpunkte mit Gründen vertreten sind.
Und so schreibt er am Ende, in einer solchen Situation wissenschaftlicher und ethischer Kontroverse sollten die Leopoldiner ihre Autorität nicht dazu verwenden, einseitige Stellungnahmen zu verfassen, die vorgeben, eine bestimmte politische Position wissenschaftlich zu untermauern. Ich möchte Sie daher höflichst bitten, die entsprechende Stellungnahme umgehend als Stellungnahme der Leopoldiner zurückzuziehen. Man könnte also sagen, noch bevor Ihr Lockdown überhaupt in Kraft tritt, wird Ihr Papier in der Luft sowohl von der Presse als auch von einzelnen Mitgliedern der Leopoldiner bereits zerrissen. Und worauf stützen Sie sich denn jetzt? Die 500 Toten, vorlaufende Intensivstation. Aber das sind alles die Verfehlungen aus dem Sommer und dem Herbst, die Sie sehr selbst zu verantworten haben, wo Sie es nicht geschafft haben, Schutzkonzepte für genau die Risikogruppen zu erstellen, auf die es doch jetzt ankommt. Nicht in der Schule erkranken die Menschen schwer, nicht auf der Arbeit erkranken die allermeisten Menschen schwer, sondern in Altersheimen, in den Pflegeheimen, genau dort erkranken die Menschen schwer. Und da haben Sie es nicht geschafft, vernünftige Schutzkonzepte über die letzten 11 Monate auf den Weg zu bringen. Es gab keine nationale Kraftanstellung zum Schutz von Risikogruppen, zur Schnelltestung vor Pflegeheimen und Beatmungs-WGs, kein Einsatz der Bundeswehr, um ambulante Pflegedienste fit zu machen für die Krise, keine Einkaufszeiten für Risikogruppen. Ja, selbst Pharmaunternehmen, die Medikamente für eine bessere Behandlung von SARS-CoV-19 herstellen wollen, werden von ihnen alleine gelassen, müssen um Fördermittel betteln, aber die fließen dann bekanntlich ja woanders hin. Und selbst eine Erweiterung der App, wie sie beispielsweise in Japan und Korea schon lange ausgeführt wird, über die hätte man diskutieren können. Auch das ist sicherlich nicht der goldene Weg. Auch da gibt es sicherlich Bedenken. Datenschutz, in diesen Zeiten, wo wir in der Gastronomie noch vor kurzem irgendwelche handschriftlichen Zettel ausgefüllt haben, über das hätte man sprechen können. Aber das haben Sie alles nicht gemacht. Ihre Politik ist nichts weiter als völlige Hilflosigkeit, versteckt hinter wissenschaftlichen Autoritäten. Ihre Politik ist Versagen, maskiert durch markige Sprüche. Wenn wir bislang gut durch die Krise gekommen sind, dann haben wir das vor allem den Menschen in unserem Land zu verdanken, die mit einer einzigartigen Disziplin durch diese wirklich schweren Monate gegangen sind. Dann ist es das Verdienst unserer Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die wirklich Außergewöhnliches leisten, schon in jedem normalen Jahr, aber in diesem ganz besonders. Und dann war das schlussendlich auch eine Prise Fortune, Glück, reiner Zufall, der ihnen dabei geholfen hat, diese Erkrankung tatsächlich in irgendeiner Art und Weise zu begegnen, denn verstanden haben wir sie am Ende nicht. Ihre Politik, auch wenn sich die Mitarbeiter im Bundestag nun einen Corona-Bonus auszahlen lassen, ganz im Gegensatz zu der einfachen Krankenschwester, hat mit einem bislang guten Abschneiden Deutschlands nichts zu tun. Im Gegenteil, mit ihren Maßnahmen aus dem Mittelalter, Isolation und Pestnase, heute anders benannt, mit Memento Mori und mit Contemptus Mundi zerstören sie jede Hoffnung, dass unsere Gesellschaft substanziell, fundamental über die letzten 700 Jahre so gewachsen wäre, dass wir heute eine vergleichbare Erkrankung wie der schwarzen Pest tatsächlich nicht genauso ausgeliefert wären wie damals. Aber, und damit komme ich zum Schluss, es gibt in diesem Jahr auch gute Nachrichten. Wenige, aber die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. In weniger als 3 Wochen ist dieses Jahr 2020 das Jahr, in dem Christian Drosten von einem bekannten Magazin zum Mann des Jahres gewählt wurde, es hätte aber genauso gut auch Markus Söder sein können, endlich zu Ende. Für alle, die sich jetzt sagen, 2021, das kann doch nur noch besser werden, freuen Sie sich nicht zu früh. Die Bundestagswahlen sind erst im Herbst 2021, die Landtagswahlen in NRW finden sogar erst 2022 statt. Und so lange, und ich glaube, das habe ich Ihnen heute klar gemacht, wird sich hier rein gar nichts ändern. In den letzten Tagen musste ich oft an Faustus denken und sein Elend unmittelbar vor dem Osterspaziergang. Und so möchte ich auch mit den Zeilen enden. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Lassen Sie die Menschen endlich wieder Mensch sein, damit wir im nächsten Jahr endlich wieder in Einigkeit und Recht und Freiheit hier zusammenkommen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Dr. Vinzenz.